Liebe Leute, hier ist halt Ragnar. Herzlich willkommen zurück zu RimWorld 500%. Wir starten direkt ins Spiel. Ich laber hier gar nicht lang rum. Wir fangen an. Mal schauen, was uns heute hier alles erwartet. Wir müssen jetzt so langsam dringendst mal erforschen anfangen. Ich hatte ja Ragnar schon runtergestellt, dass er hier mal auf die 2 geht. Ich hätte gerne ein bisschen Heilwurzel. Ja. Was soll ich jetzt sonst noch sagen? Also, wir müssen jetzt endlich mal schauen, dass es hier mit der Forschung vorwärts geht. Wir bräuchten am besten hier Xononet, den Mörder von Xena Tiger, mit Bergbau 13. Wie weit bist du? Auf 6,7. Okay, und Bischof, dich konvertieren wir noch 23%. Hoffen wir mal, dass es jetzt schnell geht. Ich glaube, irgendeinen Mech mussten wir noch reparieren. Genau, wo bist denn du, Lastenheber? Du bist das hier. Dragner, geh den mal reparieren. Beide Gefangene sind wieder geheilt. Ich weiß gar nicht mehr, warum die eigentlich verletzt waren. Wittert Bishop. Irgendein Pilz ist gestorben, das ist klar. So, was machst du jetzt? Baut Stahlreste ab. Okay, Stahlreste abbauen. Da kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Wir brauchen wahrscheinlich Stahl. Was haben wir denn hier? Rauchblatt, okay. Wir brauchen wahrscheinlich Stahl. 112, ja, brauchen wir. Na, Dragner, garantiert nicht. Du baust jetzt hier richtig alles ab, wenn du schon da oben bist. Du brauchst jetzt nicht denken, dass du hier ständig hin und her rennst. So. Gut. Das ist erledigt. Jetzt kann er nämlich forschen. Und dann brauchen wir natürlich auch eine Anpflanzhütte am besten irgendwo. Dann ein Feld, eine Möglichkeit, wo wir noch anpflanzen können. Wäre natürlich hier drinnen nicht schlecht. Oh, by the way, mir fällt gerade was auf. Wir haben keine Lebensmittel mehr. Aber Fleisch, das wird das Insektenfleisch vom letzten Mal sein. Ja. Wenn ich mich nicht irre, ist Insektenfleisch bei mir okay zum Essen. Ja, Insektenfleisch geliebt. Heißt, wir müssen aber bei den Nahrungsmittelsachen Insektenfleisch auch einstellen. Tun wir. Das ist natürlich nur unsere Religion, aber da wir ja eigentlich eh nur Leute von unserer Religion haben wollen, sind mir alle anderen Religionen bei uns scheißegal. Also Rado und Live werden jetzt natürlich ein bisschen ungehalten werden, weil es Insektenfleisch zum Essen gibt, aber mir wurscht. Brauchen sich ja bloß meiner Religion anschließen. Brauchen sich ja nur der Religion anschließen. Ja, und mein Strom. Mein Strom. Sonnenfinsternis ist vorbei. Hilft mir relativ wenig. Schauen wir mal, ob wir noch genügend Teile haben für ein weiteres Windrad. Ja. Extreme Polarfüchse. 38 Polarfüchse. Na, wir haben noch keine Kanonen. Deswegen sage ich ja, wir müssen jetzt forschen. Ich brauche nicht nur Bäume. Wir müssen auch langsam in die Autokanonen da alles gehen. Das ist halt echt ein Problem. Das ist echt ein Problem. Okay, eigentlich wollte ich hier weiter... Okay, übersinnliches Brumm weiblich. Eigentlich wollte ich hier weiter anpflanzen. Haben wir jetzt hier oben schon. Bin mir zwar noch nicht sicher, ob wir das so beibehalten oder wir machen hier unten noch mehr Pilze. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht lassen wir das auch und keine Ahnung, was ich hier hinten mache. Gerardo, wie immer, möchte zusammenbrechen. Live, du warst ein super Nahkämpfer. Okay, Dragner hat jetzt das Forschen angefangen, by the way. 51 von 1000. Dragner, wie gut warst du denn im Forschen? Ja, noch nicht so gut, aber es wird langsam. Aber es wird langsam. Also es, wir wurden jetzt schon mit 38 bekehrt. Bischof wurde bekehrt. Das ist super. Heißt, wir können dich jetzt auch rekrutieren.
Hast du jetzt das Stromkabel hier kaputt gehauen, oder? Klar. Wir könnten auch mal Stromkabel durchziehen. Das heißt, die nächsten Angriffe werden dementsprechend hart werden. Dann bauen wir hier kurz das Stromkabel hier. So. Lichter laufen wieder. Die nächsten Angriffe werden dementsprechend hart werden. Wir brauchen hier auf jeden Fall Autokanonen. Ja, müssen wir nur alles erforschen. Müssen wir nur alles erforschen. Und Autokanonen, die ersten sind hier die Mini-Geschütze. Okay, wir könnten vorher auf den Mörser gehen, aber die Geschütztürme gehen schneller. Heißt, wir brauchen Schmieden, dann Maschinenbau, dann Schusswaffen, Rückstoßlader, Geschütztürme. Ja, herzlich willkommen. Ja. Okay, unsere Bauaufträge sind fast alle erfüllt inzwischen. So, Bishop, Xonanet, wie lange brauchst du noch? Wir haben dich bei 2,6%. Okay, wir sind dabei. 2,1. Stimmung niedrig. Ja. Okay, aber immerhin, Dragner forscht inzwischen. Übersinnliche Brummen hat aufgehört. Das ist doch schön. Was hast denn du für eine starke Rau bist als Anführer? Leistengegend unbedeckt. Na, okay. Für deine Klamotten können wir jetzt nichts. Die lassen wir mal so, wie es ist. Nahrung ist da. Ein bisschen Fleisch ist noch da. Dragner wollte Rado bekehren, 34%. Ja, viel fehlt tatsächlich nicht mehr. 1,4. Das Problem ist, ich würde jetzt gerne neue Räume anschmeißen. Punkt an neuen Räumen ist aber, dass das Dragner macht. Und Dragner soll forschen. Wir bräuchten Xoronet, dann könnten wir das Bergbau von Dragner wieder runterschrauben. Deswegen lassen wir es jetzt einfach mal laufen. Was macht denn Rado und Live sonst so? Rado würde ein bisschen nebenbei auch handwerken. Live. Kunst. Ja. Nix gescheit. Nix gescheit. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Ah! Oh! Hier. Wie schaut denn das hier aus? Wir haben... eigentlich alle auf Steinmelz eingestellt. Können wir bei Live mal runterschrauben. Also wenn die nichts zu tun haben, dann sollen sie hier mal Steinmetzen. Weil wir könnten mit Böden anfangen. Wir könnten mit Böden anfangen. Das finde ich eine hervorragende Idee. Wir nehmen die glatten Fliesen aus Marmor. Und wir fangen als erstes mal hier an. In der Küche. Und im Lager. Nee, in Lebensmittellager. So, Frühling. Schauen wir mal. Hat immer noch minus 24 Grad. Wobei, eigentlich kann es uns wurscht sein. Wir pflanzen alles Wichtige hier an. Wir pflanzen alles Wichtige hier an. Nur die Bäume fehlen halt. Nur die Bäume fehlen halt. Okay, Rado kocht in erster Linie. Dann würde er sich eigentlich um Handwerk schon kümmern. Ah,
Xonet, okay, ist auf 0. Xononet kann jetzt halt beim nächsten Versuch angeworben werden. Das ist gut. Dann würde ich sofort, also wir machen das schon mal. Ragnar, Bergbau auf die 3. So, Live, was machst denn du jetzt eigentlich? Schaut den Wolken zu. Hat gerade Freizeit. Baut. Live baut. Okay, du bist auch bei Bauen. Und Rado bearbeitet. Ja, okay, passt schon. So, Xononet ist da. Diesmal ist er auch wirklich da. Kinderpflege können wir mal auf der 4 lassen. Macht eigentlich Rado. Wärter kann er machen. Macht eigentlich auch Rado. Wichtig ist das hier alles. Und zwar Bergbau. Bohren, Waldarbeit, so machen wir's. Als Tierpflege machen wir alles auf die 4 wegen Schlachten eventuell. Und dann gehen wir jetzt her. Und wir wollen hier die nächsten Räume haben. Und das macht jetzt alles Xoronet. Ein Bett haben wir noch. Achso, wer war denn jetzt eigentlich das Pärchen? Rado und Live, glaube ich, gell? Ja. Rado und Live. Das heißt, wir demontieren dich mal. Dich versetzen wir mal kurz darüber. Okay. Und so, jetzt können wir dich nämlich versetzen, und zwar hierhin. Dich könnten wir jetzt eigentlich auch mal versetzen. Und dich könnten wir eigentlich auch versetzen. Und hier machen wir Xoronet rein. Rado, na, Live. Du gehst mal kurz hier hin. Und dann haben wir hier Live und... Was? Live und Rado, obwohl sie ein Pärchen sind, dürfen das nicht? Was? Was? Live und Rado dürfen nicht in einem, in einem Bett schlafen, weil sie unterschiedliche Religionen haben. Okay, dann bauen wir hier die Betten wieder rein. Aber Live und Rado, ihr seid halt nicht verheiratet. Also, Live und Rado dürfen erst Sex nach der Ehe haben. Oder in der Ehe haben. Nach der Ehe wäre blöd. So. Widerstand auf 7,6. 325. Okay, wir kommen vorwärts. Das ist doch schon mal was. Bauen wir hier mal und hier mal und hier mal noch Stühle jetzt hin. So, dann haben wir hier die nächsten Zimmer. Und hier werden auf jeden Fall auch 3 Schlafzimmer hinkommen. Wir heben jetzt aber erstmal die Räume aus. Danach wäre mal so langsam ein richtiger Handwerksbereich eigentlich vorgesehen. Also wir könnten mal gucken. Böden. Kann ich hier?
Aber du bist halt nicht mehr im Rahmen des Lichts. Das ist eigentlich das Hauptproblem an der ganzen Geschichte. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine zweite Lampe. Was leider sehr viel Strom kostet. Live bricht zusammen. Ich würde übrigens hier gerne noch Lampen bauen. Und zwar zack, zack. Das können wir eigentlich schon mal überall bauen. Wird nämlich überall eine Rolle spielen. Wird überall eine Rolle spielen. Feuer! Okay, da oben. Mal löschen. Ja. Schon erledigt. Schon erledigt. Okay, wir machen gerade richtig viel Strom. Wir haben Nahrung. Habe ich auf unendlich gestellt, oder? Ja, wiederhole für immer. Wir haben auch gerade Pilze. Okay, wir bräuchten langsam einen Religionsraum, einen Handwerksraum. Mit dem Thronfallsaal könnten wir anfangen. Einen Aufenthaltsraum. Ein richtiges Gefängnis. Ein Badezimmer. Ein Technikraum. Alter, wir brauchen so viel. Wir brauchen so viel. Weiß gerade noch nicht, wo ich anfangen soll. Und Bäume. Aber hier draußen hat es immer noch minus 11 Grad. Also wir müssen die Bäume irgendwo anders anpflanzen. Wir können die gar nicht draußen anpflanzen. Und das muss man eigentlich schon mal vorbereiten. Okay, wir warten jetzt mal, bis das hier durch ist. Und dann geht es hier drüben weiter. Wir werden hier einen Baumraum machen. Da können wir dann auch die Heizung hinsetzen. Okay, wenn Bishop da ist, spätestens dann brauchen wir eigentlich den Religionsraum werden wir irgendwo hier machen. Vorübergehend. Könnten wir eigentlich auch schon mal anfangen. Was brauchen wir denn für unsere Legion? Wir brauchen Gebetskissen, tiefer Schrein, also zwei Bauwerke. Das heißt, wir bräuchten einen Kunsttisch. Dafür haben wir zu wenig Stahl auf Lager. Das wird jetzt Dragner machen. Mit seinem Arm ist er einfach ein bisschen schneller. Der ist mit seinem Arm einfach schneller. Okay, das war schon hier beim Stahl, aber hier drüber ist gleich das nächste Stahl. So, du hast auch Hunger. Okay, muss trotzdem einmal hier noch schnell durch. Aber du bist ja auch schnell. Also von dem her. Ja, passt erstmal. Ja, ich würde gerne den ersten Boss auch schon legen, aber da sind wir gerade ganz weit davon entfernt. Blöderweise. Oh, ihr steht still. Das ist gar nicht gut.
Hier liegt jetzt die Nahrung. Wir machen jetzt erstmal da irgendwo einen Religionsraum auf jeden Fall rein, haben wir gesagt. Gebetsteppich oder Gebetskissen brauchen wir. Boah, da müssen wir mit Wolle arbeiten, haben wir natürlich nicht. Wir brauchen... Tiefer Schrein, tiefes Abbild. Das ist aber nicht hier, oder? Doch hier, tiefer Schrein. Aus Granit machen wir den. Und ein Rednerpult daneben. So. Gucken wir mal. Lass mal bauen. Jetzt haben wir keinen Strom mehr, weil die Teile sich nicht drehen. Ah, doch. Das machen wir gerade ein bisschen. 8 Grad draußen. Komm, wir brauchen Bäume. Wir brauchen Bäume. Wir haben... Essen haben wir noch. Und auch hier läuft es langsam. Ja, okay. Das passt schon mal. Also Essen passt schon mal momentan. Und hier sind die Räume auch gleich fertig. Wir warten auf jeden Fall, bis das jetzt noch fertig ist. Hier, Bishop ist auch gleich bereit. Warum wollten wir Bishop? Was kannst du? Konstruktion nochmal. Handwerken. Okay, du wirst dann auf jeden Fall Stufe 1 Handwerker. Das ist klar. Okay, dann geht's jetzt direkt weiter. Wir müssen Gestein abbauen. Und zwar, wir brauchen... Bäume. Mal mindestens so. Ja, Forschung läuft jetzt gerade auch. Dragner macht seine Arbeit. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Der Altar dauert. Der Altar dauert. Egal, wir haben jetzt dann gleich 3 Leute. Das heißt, wir können jemanden direkt zum obersten Bischof machen. Zum Glaubensführer. Moralischer Führer. Und zum Bergbauspezialisten theoretisch halt auch. Ja. Dragner zum Forschungsspezialisten machen ist jetzt nicht so das Ideale. Den könnte man theoretisch halt zum Bergbauer machen wegen seinem Arm, aber irgendwann wird er nicht mehr Bergbauer und deswegen wird Xononet wird der Bergbauspezialist. Ah, Xononet, den werden wir übrigens jetzt mal umbenennen. Bergbauen, der auf jeden Fall irgendwann auch einen Bergbauarm bekommt, das wird auf jeden Fall Nemex werden. Nemex, du kannst dich noch entscheiden, ob du Nahkampf oder Fernkampf gehen möchtest. Erstmal wirst du auf jeden Fall auf Fernkampf gehen, logischerweise. So. Und mir ist gerade eingefallen, oder mir ist das letzte Mal eingefallen, ich habe ja... Ich habe ja Zweihändigkeit installiert. Das heißt, wir können ja mit 2 Waffen kämpfen, tatsächlich. Also wer eine einhändige Waffe hat. Dual Wild. Glaube ich heißt's. So, 1300. Okay, das da oben. Der Schrein wird noch etwas dauern. Dann können wir jetzt hier aber die Betten auch schon mal versetzen. Überall schon mal Licht rein. Und einen Strom ziehen wir hier auch mal durch. Hier unten wollen wir noch Granit kletten.
hier ist schon, okay. Okay, wir haben Medikamente, wir haben Essen, wir haben Baumwolle, alles easy. Forschung, sind wir gleich durch. Bishop gehört wahrscheinlich nicht, doch gehört jetzt direkt zu uns. Okay, Bishop, dich können wir auch umbenennen. Du bist Konstrukteur, Nahkampf, Handwerk. Dynamics übrigens gleich wieder übernommen direkt. Das ist natürlich sehr cool. So, Bishop. Pflege übrigens machen wir überall an. Logisch. Wir haben noch keinen richtigen Arzt. Nee, Kinderpflege machst du nicht. Du wirst jetzt... Okay, du wirst ein richtiger Tierpfleger. Das ist cool. Gut. Was aber viel wichtiger ist, jagen, klar. Reparieren, bauen, 3. Lass mal auch auf 3. Aber du gehst hier auf die 2. Du wirst alles, was mit Handwerk zu tun hat, wirst du machen. Du wirst unser Handwerker. Und der Handwerker wird... Dr. Wolfsherz. So. Okay. Was wollte ich hier noch bauen? Ich hab's vergessen. Mist. Aufgabe erledigt, Mütze hergestellt. Ja, und schon haben wir einen Handwerker und schon werden auch Handwerksaufträge erfüllt. Wir könnten hier noch tiefes Abbild. Kostet 400. Wir machen es einfach mal rein. Ob das jemals fertig wird, schauen wir mal. Rolle unterbesetzt, Technologe. Wer ist jetzt der Technologe? Das ist, glaube ich, nicht der Forscher. Genau, das ist der moralische Führer. Der moralische Führer. Wir haben Nemex, wir haben Wolfsherz und wir haben mich. Also ich werde es auf gar keinen Fall. Nemex oder Wolfsherz. Nemex hat... Ah ne, Nemex wird der Bergbauer. Dann wird es zwangsläufig Dr. Wolfsherz. Okay, wir haben noch keinen Ritualplatz. Halt doch einen Ritualplatz können wir bauen. Die Frage ist, wo? Hier. So, du wirst Technologe. Starten. Dann können wir nämlich jetzt versuchen, Rado dann direkt zu konvertieren. Das wäre schon mal... Nicht schlecht. Nicht ernsthaft, oder? Ja, die werden wir nicht besiegen. Also, in dem Sinne beenden wir jetzt auch die Folge. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.